Hallo zu diesem Video. Heute geht es um meine persönlichen 10 Lieblingsorte in Georgien. Ich war ja über 3 Monate dort und habe dementsprechend auch sehr viele Orte sehen können. Und deswegen fasse ich diese jetzt zusammen. Top 10 ist Gudauri oder Gudauri. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber ich werde alle Namen natürlich auch nochmal einblenden, damit ihr die auch findet, falls ihr auch mal in Georgien seid. Und Gudauri ist mitten in den Bergen. Es ist schon ein bisschen touristischer und bekannter, das Gebiet. Es ist so 1 bis 2 Stunden von Tbilisi mit dem Auto entfernt. Und ich war dort, beziehungsweise wir, Selma und ich, waren dort Skifahren und Snowboard fahren. Und das geht dort super gut. Und deswegen hat mir das auch sehr gut gefallen. Ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Und man kann sich da auch sehr günstig überall Ausrüstung leihen. Eben zum Snowboardfahren zum Beispiel. Und der Tagespass kostet nur 10 Euro und das Skigebiet ist wirklich groß. Also Top 10 Gudauri. Top 9 ist Tbilisi, beziehungsweise ein bestimmter Ort in Tbilisi, der Hauptstadt Georgiens. Da gibt es ja so viel zu sehen, also da könnte ich schon fast ein eigenes Video drüber machen. Mal schauen, vielleicht mache ich das ja auch. Aber da gibt es den sogenannten Tazminder Park. Und da kann man von Tbilisi aus einen Berg hochlaufen und auf diesem Berg ist dann ein Freizeitpark. Dort oben ist auch so ein Riesenrad, was immer bunt leuchtet und ein alter Fernsehturm. Falls ihr schon mal da wart, habt ihr das mit Sicherheit schon gesehen. Und ich fand die Wanderung da hoch einfach sehr, sehr schön. Das dauert auch nicht so lange, maximal eine Stunde. Und von dort oben hat man halt wirklich eine totale Übersicht über Tbilisi und das finde ich super schön, um einfach mal zu sehen, wie groß die Stadt dann doch eigentlich ist und vielleicht mal in andere Stadtteile zu sehen, die man von unten nicht so gut erkennen kann. Top 8 ist Gomisntar und das ist der berühmte Ort über den Wolken. Und ich war, beziehungsweise Selma und ich wieder, in der letzten Woche waren wir da noch mit Freunden und naja, der Ort ist halt normalerweise über den Wolken. Wir hatten leider ein bisschen Pech in Anführungsstrichen, weil wir direkt in den Wolken waren und nur einmal kurz hat sich's gelichtet, aber es sah trotzdem wunderschön aus und es hat auch super viel Spaß gemacht, dort rumzulaufen, obwohl man jetzt nicht so viel sehen konnte. Aber wenn da keine Wolken sind, ist das mit Sicherheit unglaublich schön. Deswegen Top 8 ist Gomisntar. Und da wird auch gerade die Straße verbessert, das heißt in Zukunft wird man da auch relativ schnell hochkommen, weil jetzt ist da so eine Schlammstraße und das hat echt ewig gedauert. Aber in Zukunft wird es sehr einfach sein. Top 7 ist Ushguli, eines der höchstgelegensten, dauerhaft bewohntesten Dörfer. Und dort finde ich es halt sehr spannend zu sehen, wie ursprünglich da Menschen gelebt haben mit den Türmen und wirklich mitten in der Natur umgeben von Bergen. Wirklich sehr, sehr schön dort. Mittlerweile auch schon etwas touristischer. Das heißt, man findet da auch irgendwie einige Hotels und so, was dann natürlich nicht mehr ganz so ursprünglich ist. Aber man bekommt einen guten Eindruck davon, wie die Menschen dort früher gelebt haben. Und das finde ich sehr spannend. Top 6 ist Zalka, die Vulkanregion. Und das fand ich einfach wirklich super spannend. Wir waren da im Kuku Hostel, heißt das. Wirklich super nette Gastgeber. Und ja, man hat da einfach so viele Möglichkeiten. Da ist der große See, man kann dort Kanu fahren, man kann eine Fahrradtour um den See machen, was wir auch gemacht haben. Man kann in den Bergen wandern gehen, es gibt einfach viel zu tun und die Landschaft ist einfach sehr schön. Ganz viele große grüne Grasflächen und ich persönlich fand das sehr spannend, deswegen sehr empfehlenswert. Top 5 ist der Taj, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, deswegen ich lasse es einfach lieber. Es ist eine Passstraße, ich blende es natürlich hier ein und diese Passstraße hat mich sehr begeistert. Wir sind da in unseren letzten Wochen mit dem Auto lang gefahren. Kann ich auch empfehlen, da mit dem Auto lang zu fahren, aber nur mit einem Jeep oder mit irgendeinem Auto, was Allradantrieb hat und ein bisschen höher gelegt ist, weil die Straßen sind wirklich nicht gut. Es ist zwar als Landstraße eingezeichnet, aber das dauert wirklich, bis man da oben ist und man braucht ein gutes Auto. Dort haben wir dann gezeltet und die Aussicht war wirklich unglaublich, wenn ich mich daran zurückerinnere, weil man eben genau auf der Bergspitze eben ist und dann in der einen Richtung die Vulkanlandschaft sieht,
Man kann in Richtung Zalka gucken und auf der anderen Seite sind dann ganz viele Bäume und Wälder und es ist unglaublich und dann ziehen da die Wolken entlang und man kann so weit gucken, ist auch über den Wolken und das fand ich einfach nur faszinierend, deswegen ist das Top 5. Top 4 ist Matvili, nicht besonders die Stadt, aber das Umliegende der Stadt und da gibt es auch direkt eine Empfehlung von mir für eine Unterkunft und zwar das Karma Hostel. Super schön, super leckeres Essen, perfekt zum Entspannen. Und dort sind wir für einige Tage geblieben und es gibt viele Canyons dort zu besichtigen. Man kann in Flüssen schwimmen und die Natur ist natürlich unglaublich, auch wieder mal. Und das fand ich einfach sehr spannend, dass es da so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Zum Entspannen ist das einfach super. Top 3 ist ein mehr oder weniger Geheimspot. Direkt am Meer, in der Nähe von Batumi. Ich werde den Namen einblenden, da ist ein Restaurant bzw. auch eine Bar direkt am Strand. Das scheint noch nicht so bekannt zu sein. Und dort ist es auch noch wunderschön. Also man geht zu diesem Restaurant und dann läuft man die Treppen runter und läuft durch irgendwie so einen tropischen Garten mit Bananenpflanzen und so und kommt dann an den Strand. Der ist sehr klein, aber man kann sich da ganz gut verteilen und ja, da ist zum Beispiel auch so ein Wasserfall natürlicher, der so vielleicht 5 Meter hoch ist oder 4 Meter, wo man sich dann drunter stechen kann und duschen. Das finde ich irgendwie sehr spannend. Und man kann danach natürlich noch lecker in dem Restaurant essen. Top 2 ist die Chowkipass-Wanderung von Juta aus zu dem Dorf Roschka, die wir gemacht haben mit einer Übernachtung an den Abu Dellauri Lakes und sowas Schönes habe ich wirklich noch nie gesehen und deswegen ist es auch Top 2, es könnte auch fast schon Top 1 sein, aber es ist Top 2 und ja, seht einfach selbst. Top 1 ist Mestia. Mestia fand ich einfach super spannend, weil es dort auch wieder so viele Möglichkeiten gibt und man umgeben von enorm hohen Bergen ist, mitten im Kaukasus und wieder dicht an der russischen Grenze. Man kann dort so viel erleben. Es gibt auch von mir nochmal eine kleine Empfehlung, falls ihr dann Unterkunft sucht, und zwar die Log-In-Cabins. Da wollte ich eigentlich für ein paar Tage bleiben und es wurde dann im Endeffekt auch eine ganze Woche. Ich wäre auch noch gerne länger geblieben, aber es ging dann weiter und naja, wie das eben ist. Aber wow, also was wir da für Wanderungen gemacht haben, da komme ich auch nochmal jetzt zu einer Wanderung, die mit dem Punkt Ushguli zusammenhängt, mit diesem höchstgelegensten, dauerhaft bewohntesten Dorf. Und zwar haben wir da, Selma und ich, eine 3-tägige Wanderung hin gemacht und diese Wanderung kann ich nur empfehlen. Also man sieht da Natur, das ist unglaublich, was man da sieht und man schläft dann immer in Guesthouses. Ich habe dazu auch nochmal ein Video gemacht. Allgemein habe ich zu allen Punkten, die ich jetzt hier genannt habe, auch Videos gemacht, zu den meisten jedenfalls. Die habt ihr teilweise schon Einblendungen gesehen oder ich habe sie hier verlinkt. Da könnt ihr die natürlich gerne nochmal anschauen und euch noch ein besseres Bild davon machen, ein bisschen detailreicheres. Genau, also diese Wanderung sehr empfehlenswert. Mestia ja grundsätzlich, Gletscher gibt es dort, Bergseen. Also, da wird einem auf jeden Fall nicht langweilig. Deswegen ist das meine Top 1 und das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Like das Video sehr gerne, schreib mir einen Kommentar, falls du irgendwelche Fragen hast, da beantworte ich die natürlich alle gerne. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das jetzt gerne, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst.